Hallo und herzlich willkommen zum ADAC-Fahrbericht, heute mit dem VW Taigo. Dieser Kleinwagen hier basiert auf der gleichen Plattform wie zum Beispiel der VW Polo oder der T-Cross, ist allerdings ein Coupé-förmiges Crossover. Was der Taigo zu bieten hat, wie er sich fährt, wie es aussieht, wenn wir über Dinge reden, wie zum Beispiel das Platzangebot, die Assistenz- und Sicherheitssysteme, das Infotainment, die Fahrdynamik, die Motorenpalette, den Kofferraum und vieles, vieles mehr, genau das schauen wir uns jetzt an. Zur Basisausstattung des VW Taigo gehört unter anderem ein volldigitales Cockpit, ein Multifunktionslenkrad, digitales Autoradio, ein normales Radio, ein höhenverstellbarer Sitz oder aber auch eine Klimaanlage. Darüber hinaus könnt ihr aber natürlich reichlich Sonderausstattung hinzukonfigurieren und hier gibt es unter anderem ein großes Panorama-Glasschiebedach, ein größeres digitales Cockpit, natürlich ein großes Infotainment oder aber auch Apple CarPlay und Android Auto oder zum Beispiel die Möglichkeit, eure Mobilgeräte induktiv zu laden. Mein Testwagen fährt vor in der Farbe, die nennt sich Kings Red Metallic und die ist beim Taigo leider nicht kostenlos. Hier werden 690 Euro fällig. Ich finde allerdings, dass die gerade bei unserem Auto hier in Verbindung mit den vielen schwarzen Elementen sehr gut passt, weil das einfach einen sehr schönen Kontrast gibt. Wenn wir uns das Auto anschauen, der ist 1,76 Meter breit ohne Spiegel. Wenn wir die Spiegel dazu rechnen, landen wir bei knapp unter 2 Metern. Ich finde aber, er steht trotzdem relativ gut da. Ein Grund dafür ist ganz klar die Tatsache, dass unser Auto in der sogenannten Airline-Ausstattung kommt. Das heißt, er ist insgesamt ein bisschen mehr auf Sport getrimmt. Das fängt zum Beispiel hier an. Wir haben einen dunklen, also schwarzen Kühlergrill hier mit so Zierleisten in einer glänzend schwarzen Optik. Schauen wir weiter runter. Dann finden wir unterhalb dieses roten Teils mit ebenfalls so einer Spange aus glänzendem schwarzen, sehr großen, offenen Lufteinlass. Das ist völlig anders als beim normalen Taigo. Und darunter dann noch hier eine relativ scharf gezeichnete Frontlippe. Gehen wir ein bisschen auf die Seite, dann sehen wir hier auch wieder die Seitenbereiche mit so einer umlaufenden Spange hier mit dieser Kante, die ganz klar die Außenseite des Autos betont, ein bisschen wie ein Lufteinlass wirkt und damit eben den Wagen sehr schön breit auf die Straße stellt. Der Taigo kommt serienmäßig bereits mit LED-Scheinwerfern vorgefahren, aber es gibt ab der Ausstandslinie Style dann schon die sogenannte IQ Light, das heißt Matrix-LED-Scheinwerfer und dazu gehört auch hier diese durchlaufende Lichtleiste an der Front und damit kriegt er auch bei der Nachtfahrt seinen ganz eigenen Look. Wenn ihr euch für einen VW Taigo interessiert, dann müsst ihr mindestens rund 19.800 Euro einplanen. Dafür gibt es dann die Basisversion inklusive eines 1 Liter 13er Benziners mit 95 PS. Soll es die nächst höhere Motorisierung sein, dann reden wir bei 110 PS. Wenn wir die Ausstattung Style dazu nehmen, dann habt ihr durch den Motor nicht mehr 5, sondern 6 Gänge im manuellen Getriebe. Und darüber hinaus habt ihr eben ein bisschen mehr Ausstattung, müsst aber auch mit einem höheren Preis rechnen, denn der fängt an bei rund 23.000 Euro. Soll es die Top-Motorisierung sein, also 1,5 Liter Hubraum, 150 PS, so wie wir ihn hier fahren, dann vielleicht noch in der Ausstattungslinie Airline, so wie wir ihn haben, dann fängt das Ganze an bei rund 32.000 Euro. Wenn dann die Sonderausstattung dazu kommt, die wir an Bord haben, liegt ihr bei knapp unter 38.000. Und das, finde ich, ist dann schon sehr viel Geld für ein so kleines Auto. In der Basis fährt der VW Taigo vor auf 16 Zoll Stahlrädern. Es gibt allerdings bis zu 18 Zoll Alus zu bestellen. Und unserer hier in der Airline hätte normalerweise 17 Zoll Alus mit an Bord. Da wir aber auch das Designpaket Black Style mit dabei haben, was übrigens nicht ganz 600 Euro kostet, gibt es bei uns diese schönen glänzend schwarzen Alus in 18 Zoll. Insgesamt ist der Taigo 4,27 Meter lang und damit ein bisschen länger als der T-Cross. Er hat einen Radstand von 2,55 Meter, das entspricht ungefähr dem Maß des T-Cross, hat aber nur eine Höhe von 1,52 Meter und ist damit deutlich flacher als diese SUV-Form auf Polo-Basis. Hier reden wir ja von einem, sagen wir mal, Crossover als Coupé. Und das sehen wir unter anderem an diesen Beplankungen hier an den Rathäusern, vorne wie hinten. Um es aber nicht zu übertreiben, hat man in der Mitte hier am Schweller darauf verzichtet. Das gilt übrigens nicht nur für die Airline, sondern auch für die anderen Modelle vom Taigo und macht den Wagen damit ja ein bisschen straßentauglicher. Unser Wagen sieht ein bisschen dynamischer aus. Das liegt eben an der Kombination aus Airline und diesem Black-Style-Paket. Und das sehen wir zum Beispiel hier. Wir haben diese glänzend schwarzen Spiegelkappen mit an Bord. Wir haben eine abgedunkelte Dachreling mit dabei. Wir haben hier ebenfalls dieses glänzende Schwarz und dann auch die abgedunkelten Seitenscheiben ab der B-Säule. Was mir außerdem ganz gut gefällt beim Auto, das ist hier dieses Element, dieser schwarze Bereich von der Rückleuchte, den wir an der Seite sehen können. Das ist einfach ein Hingucker, der dafür sorgt, dass der Wagen auch so einen Push nach vorne kriegt. Um dieses Thema Coupé nochmal hervorzuheben, schauen wir uns nochmal kurz die Formsprache an. Wir haben eine relativ normal lange Haube für diese Fahrzeugklasse, ähnlich wie beim Polo. Wir haben eine sehr flache Front, also eine sehr flache Frontscheibe. Dann haben wir eine leicht abfallende Dachlinie und die wird durch diese Kante hier nochmal betont, wird unterbrochen durch den Dachkantenspoiler. Und das sorgt eigentlich auch zusammen mit der Fenstergrafik für diesen coupéhaften Look und gibt dem Auto so ein bisschen mehr Sportlichkeit, ein bisschen mehr Dynamik, als zum Beispiel der normale Polo könnte.
Mein Testwagen wird angetrieben von einem 1,5 Liter Vierzylinder Turbobenziner und der liefert hier 150 PS bzw. 110 kW und maximal 250 Newtonmeter Drehmoment. Und diese Leistung gibt er ab über ein siebenstufiges Doppelkupplungsgetriebe auf die Vorderachse. Das reicht hier im Auto für Beschleunigungen von 0 auf 100 in 8,3 Sekunden laut Herstellerangabe und die Höchstgeschwindigkeit wird angegeben mit 212 km pro Stunde. Der Verbrauch, den gibt Volkswagen nach WLTP an mit 6,1 Liter auf 100 gefahrene Kilometer. Trotz der coupéhaften Form gibt Volkswagen das maximale Kofferraumvolumen des Taigos mit aufgestellter Rückbank mit bis zu 440 Liter an. Das ist übrigens deutlich mehr als beim aktuellen VW Polo. Klappt ihr die Rücksitze komplett um, was übrigens auch geteilt möglich ist, dann werden daraus laut VW bis zu 1222 Liter maximal. Wir finden hier leider keine ebene Ladekante, aber ihr könnt den Ladeboden anheben. Der arretiert hier und darunter findet ihr nochmal extra Platz. Ihr könnt ihn also auch komplett um ca. 10 cm absenken, um den Laderaum zu vergrößern und habt hier dann nochmal eine Mulde, wo bei uns aktuell ein Ersatzrad drin liegt. Das ist ein Notrad, aber auf das könntet ihr gegebenenfalls mit einem Tire-Fit-System auch verzichten und hättet dann hier nochmal zusätzliche Ablagefläche. Wenn ihr mit dem Auto einen Anhänger ziehen wollt, könnt ihr das natürlich. Die optionale Anhängerkupplung kostet bei VW knapp unter 800 Euro für dieses Auto. Und man gibt die maximal gebremste Anhängerlast dort an mit 1200 Kilogramm. Und laut VW beträgt die Stützlast 55 Kilogramm. Die Notbremsfunktion ist hier beim Taigo immer genauso mit an Bord wie zum Beispiel der Geschwindigkeitsbegrenzer, der Spurhalteassistent oder aber auch eine Müdigkeitserkennung, wenn wir über die Assistenzsysteme reden. Man kann aber reichlich andere Dinge noch dazu bestellen und dazu gehört unter anderem eine Einparkhilfe, eine Rückfahrkamera oder zum Beispiel auch eine Verkehrszeichenerkennung. Mein Tipp wäre auf jeden Fall, das sogenannte IQ Drive Paket zu bestellen, denn daran enthalten ist unter anderem adaptiver Tempomat und damit quasi die Basis für das teilautonome Fahren beim Fahrzeug. Und das ganze Ding kostet rund 400 Euro extra, aber ich denke, das Plus an Sicherheit und Komfort ist es wert. Insgesamt hinterlässt der Taigo bei mir einen wirklich sehr ausgewogenen Fahreindruck. Man kann den Wagen auf der einen Seite gerade mit diesem Motor schon ein bisschen dynamischer fahren, sodass man auch ein bisschen Spaß haben kann. Auf der anderen Seite wirkt er aber irgendwie auch grundsolide. Und ich finde, dass dieses siebenstufige Doppelkupplungsgetriebe einen sehr ordentlichen Job macht. Das ist total unaufgeregt, schaltet ganz in Ruhe im Hintergrund und lässt einen die Fahrt so einfach wirklich genießen. Wenn ich Vortrieb möchte, dann bietet dieser 150 PS Benziner mehr als genug Kraft, um diesen kleinen Wagen wirklich vorwärts zu treiben. Das Fahrwerk ist schön ausgewogen und straff genug, um auch bei flotterer Fahrt noch einen vernünftigen Job zu machen, wird aber nicht unkomfortabel und ist auch auf der Autobahn bei höheren Geschwindigkeiten immer noch so, dass man sich jederzeit gut aufgehoben und sicher fühlt. Die Lenkung ist präzise, aber nicht zu präzise, wird also nicht nervös und die Gasannahme, wie gesagt, ist gut und auch die Bremse kann man vernünftig dosieren. Und damit habe ich insgesamt ein Paket, das sehr alltagstauglich ist und das aber nach oben raus immer noch so ein bisschen Spaß bietet, wenn ich es denn mal abrufen möchte. Da unser Taigo sowohl die Ausstattungslinie Sportline wie auch das Designpaket Black Style mit an Bord hat, wird es ja am Heck deutlich kontrastreicher und auch noch mal ein bisschen sportlicher. So finden wir hier oben zum Beispiel einen großen Dachkantenspoiler mit einer glänzend schwarzen Abschlussleiste und dann die sehr flache Heckscheibe, die bei uns fast schwarz getönt ist. Darunter gibt es dann hier noch einen Bereich in Wagenfarbe und dann kommt hier eine quasi durchsichtige Abdeckung. Unter der finden wir zum einen einen komplett umlaufend glänzend schwarzen Bereich, der das Auto natürlich schon mal breiter macht und darunter dann hier eine Lichtleiste, die verbindet die beiden bereits in der Basis in LED ausgeführten Rückleuchten des Taigo. Darunter haben wir dann hier an der Heckklappe eigentlich keine besonderen Designelemente mehr, aber natürlich den Taigo-Schriftzug. Wenn wir weiter runter schauen, finden wir hier nochmal so eine Reflektorleiste und darunter dann wieder ein glänzend schwarzes Element, das übrigens an beiden Seiten hier so doppelte Auspuffblenden andeutet. Die sind natürlich nicht real, bei den kleinen Motoren brauchen wir das hier tatsächlich nicht. Darunter gibt es dann nochmal in Wagenfarbe, ein schmales Element und dann nochmal Kunststoff, soll wahrscheinlich so ein bisschen den Abschluss bringen, um hier am Schluss nochmal ganz dezent auf das Thema Crossover hinzuweisen. Ein 8 Zoll großes, voll digitales Cockpit, das ist beim Taigo immer mit an Bord. Ich kann allerdings gegen einen Aufpreis von 340 Euro auch ein 10,25 Zoll großes digitales Cockpit bestellen. Ich finde allerdings, dass das Kleine völlig reicht, denn das haben wir hier auch im Auto. Das bietet mir zum einen, ähnlich wie die Großen, die Möglichkeit, über eine Taste am Lenkrad unterschiedliche Ansichten zu aktivieren, je nachdem, welche ich gerade bevorzuge. Und ich kann darüber hinaus die Zusatzinformationen, die an der Seite und in der Mitte angezeigt werden sollen, über die entsprechenden Tasten am Lenkrad auch noch einstellen, sodass ich quasi meine Ansicht komplett flexibel so konfigurieren kann, wie ich mir das gerade wünsche.
Darüber hinaus wird das hier flankiert, rechts von der Kraftstoffanzeige und links von der Temperaturanzeige. Und damit habe ich alle notwendigen Informationen hier super im Blick. Habe unter anderem auch die Informationen über die aktuelle Ganganzeige und auch die Informationen der Verkehrszeichenerkennung, die ich hier sehr gut ablesen kann. Darüber hinaus gibt es beim Taigo einen bis zu 9,2 Zoll großen Touchscreen hier in der Mitte fürs Infotainment. Das ist auch das, was wir mit an Bord haben. Diese Top-Ausstattung, das ist das sogenannte Discover Pro, kostet leider aber auch nicht ganz 1.700 Euro extra. Das ist also richtig viel Geld, aber dafür habt ihr eben dann noch ein System, das unter anderem mit Live-Daten arbeitet. Ihr könnt hier Apple CarPlay und Android Auto nutzen. Ihr habt hier im Menü die Möglichkeit, das Telefon zu verbinden, das Radio zu steuern, die Navigation zu nutzen, die Fahrzeugeinstellungen vorzunehmen. Apple CarPlay und Android Auto hatte ich schon erwähnt. Darüber hinaus könnt ihr hier auch die Assistenzsysteme sehen und habt unter anderem die Möglichkeit, den Klang zu verstellen, die Medien zu nutzen, selbst wenn ihr Apple CarPlay und Android Auto nicht habt. Könnt darüber hinaus Nutzer anlegen und habt sogar noch die Möglichkeit, auf den Shop zuzugreifen oder das Setup auszuführen. Also ein sehr vernünftiges System, das euch neben der Gestensteuerung, die es auch noch bietet, aufgeräumt und ordentlich alle Informationen zur Verfügung stellt, die ihr braucht. Links an der Seite habt ihr noch eine Reihe, da könnt ihr oben den Menü-Button nutzen, um auf das Hauptmenü zu kommen. Ihr könnt aber auch den Home-Button nutzen, um eben dieses typische Menü, wie wir es von Volkswagen als Startmenü kennen, zu sehen. Und das könnt ihr dann zum Beispiel über das längere Festhalten auch noch individualisieren, sodass ihr nur das angezeigt bekommt, was ihr tatsächlich auch sehen wollt. Für den Taigo gibt es nur Benzinmotoren und die kleinste Variante, das ist ein 95 PS starker 1 Liter Dreizylinder. Den gibt es allerdings dann immer nur in Verbindung mit einem 5-Gang Handschaltgetriebe. Die nächsthöhere Ausbaustufe dieses 1 Liter Dreizylinders, der liefert dann 110 PS und ich kann hier wahlweise ein 6-stufiges Handschaltgetriebe oder aber ein 7-stufiges Doppelkupplungsgetriebe bestellen. Die Topmotorisierung, das ist die, die wir an Bord haben, das ist der 150 PS Vierzylinder mit Zylinderabschaltung. Hier habe ich allerdings immer ein 7-stufiges Doppelkupplungsgetriebe mit an Bord. Auch wenn der Taigo ein Crossover ist, kann man das Fahrzeug nur mit Frontantrieb bestellen. Eine Allradversion sucht man hier vergebens. Die Materialauswahl hier im Taigo, die ist typisch für einen Kleinwagen. Ich finde zum Beispiel hier in der Tür nur Hartplastik. Das ist aber nicht ungewöhnlich in dieser Kategorie Fahrzeug. Das Armaturenbrett, das ist komplett Softtouch. Und wenn ich hier den vorderen Teil mir anschaue, habe ich hier so eine Oberfläche, die sieht ein bisschen aus wie gebürstetes dunkles Metall, ist aber Plastik. Darunter habe ich aber schon wieder Softtouch und das finde ich dann wieder für einen Kleinwagen wirklich ordentlich. Wenn ich mir die Mittelkonsole anschaue, da muss ich wieder in die Kunststofffront greifen, aber auch das ist für diese Fahrzeugkategorie absolut kein Beinbruch. Darüber hinaus finde ich hier ein schönes Lenkrad mit einer guten Oberfläche, was den Lenkrads angeht, finde hier so metallische, gebürstete Optiken, finde Chromoptiken und damit insgesamt ein Interieur, das wirklich ansprechend ist, das modern ist und das zu dieser Kategorie Fahrzeug absolut passt und da sicherlich einige Wettbewerber auch noch übertrifft. Das Platzangebot hier vorne im Taigo ist auch für große Menschen wie mich mit 1,95 Meter Körperlänge völlig okay. Ich sitze gut im Auto, habe noch ein bisschen Kopffreiheit über und kann ja auch das Lenkrad wirklich gut einstellen, sodass ich insgesamt eine sehr ordentliche Sitzposition finde. Außerdem sorgt der Sitz selber dafür, dass ich mich wohlfühle, denn der bietet nicht nur ordentlich Komfort, sondern auch richtig viel Seitenhalt und damit kann man es hier richtig gut aushalten. Wie es mit dem Platz auf der Rückbank aussieht, wenn ich vorne sitze, das probieren wir jetzt direkt mal bei einem kurzen Zwischenstopp aus. So, dann wollen wir noch mal schauen, ob ich hinter mir sitzen kann. Meinen Sitz habe ich wie immer nicht verstellt. Wir gucken mal, was dieses Coupé so bietet. Naja, schlecht sieht es nicht aus, aber wir reden über einen kleinen Wagen. Also nicht zu viel erwarten. Der Fuß passt unter den Sitz. Gerade eben. Also meine Füße passen unter den Sitz. Meine Knie gehen kaum dahinter. Da ist eigentlich kein Platz mehr. Ich stoße, je nachdem, wie ich sitze, tatsächlich an. Ja, das ist hier schon eng. Also hier passe ich nicht wirklich rein. Ich stoße mir den Kopf an. Das hat tatsächlich keinen Sinn. Ist halt so, dass ich groß bin, 1,95 Meter und einen langen Oberkörper und schwer. Und dann ist es einfach ein bisschen eng hier hinten. Zum Thema Ablagen finde ich hier vorne in den Türen auf der Fahrer- und Beifahrerseite normal große Ablagen, zumindest für einen Kleinwagen. Dann gibt es hier in der Mittelkonsole vorne ein Fach inklusive zweier USB-C-Schnittstellen und der Möglichkeit des induktiven Ladens, zumindest wenn ihr die Option mitbestellt habt. Dahinter gibt es dann den Gangwahlhebel und den Handbremshebel. Hier übrigens kein Joystick und keine elektromechanische Bremse, liegt an der Plattform des Fahrzeugs. Dann gibt es zwei kleine Becherhalter und dahinter eine Mittelarmlehne, die könnt ihr nach vorne und hinten ziehen, aber nicht in der Höhe verstellen. Und darunter gibt es dann nochmal ein zusätzliches Fach.
Dann findet ihr natürlich ein normal großes Handschuhfach im Auto und auf der Rückbank gibt es keine Mittelarmlehne, also damit keine Becherhalter, aber normal große Ablagen in den Türen. Das war der ADAC-Fahrbericht zum VW Taigo, in unserem Fall mit dem 150 PS Benziner an Bord in der Ausstattung Sportline. Zum Auto im Allgemeinen. Ich finde das Exterieur wirklich gelungen, denn der Wagen unterscheidet sich deutlich zum aktuellen VW Polo oder aber auch zum VW T-Cross und das, obwohl sich die Fahrzeuge die Plattform teilen. Schaue ich rein, dann finde ich auf der einen Seite vernünftige Platzverhältnisse, gerade für einen Kleinwagen. Ich finde VW-typische Materialien und auch eine VW-typische Verarbeitung, auch das wieder bezogen auf die Kleinwagen. Und auch das Thema Assistenz- und Sicherheitssysteme und Infotainment ist auf dem aktuellen Stand, wenngleich einiges optional ist. Das Fahren mit dem Auto macht tatsächlich Spaß und gerade dieser 150 PS Benziner bietet natürlich für so ein kleines Auto reichlich Leistung und funktioniert sehr gut zusammen mit dem 7-stufigen DSG. Einziger Nachteil hier beim Anfahren hier und da finde ich es ein bisschen ruppig. Da scheint so, als ob das Getriebe oder der Motor mehr wollte, als man beim normalen, ruhigen Fahren braucht. Was mich tatsächlich nicht so abholt, wenn man so schön sagen, ist das Thema Preisgestaltung. Denn der Wagen kostet in der Basis bereits knapp unter 20.000 Euro. Das wäre noch zu verschmerzen, aber wenn man dann einen größeren Motor will oder eben mehr Ausstattung oder wie bei uns die Top-Ausstattung und das große Aggregat, wird er halt richtig teuer. Und so kostet unser Testwagen mit all den Extras an Bord fast 38.000 Euro. Und ich finde, das ist tatsächlich zu viel, denn wenn ich mich reinsetze, sitze ich im Grunde genommen immer noch in einem VW Polo. Wenn euch das Format gefällt, dann würde ich mich sehr über ein Like und natürlich auch über ein Abo freuen. Und vergesst dabei bitte nicht auch die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch in Zukunft keinen unserer ADAC-Fahrberichte mehr verpasst.